um die 3 PS und verdammt Retro. Die Mopeds sind zurück, zumindest im Hunsrückdorf Altstrimmig, denn da huldigen sie dem kleinen Motorrad und zwar in Vereinsform als Knatterfreunde Strimmig. Treff zur Ausfahrt an diesem Samstag, schön früh, planmäßig um 8.30 Uhr. Moin Männers! Alle fit? Maschinen gut angesprungen? Die Fahrt wird anstrengend für Mensch und Maschine. Ja, schauen wir mal, wie reibungslos die verlaufen wird. Ja. Aber ich denke, wir haben ja noch ein paar Zwischenstopps, wo wir uns ein bisschen verpflegen werden. Und dann habt ihr denn genug Werkzeug dabei? Brauchen wir nicht. Komm Jungs, die Maschinen nebeneinander, ne? Dann machen wir einen schönen Schwenk, halt mal die Fahne hoch und dann geht's ab. Sagt Präsident Florian Jacobs und das ist dann auch der versprochene Schwenk. Die Knatterfreunde im Knattermodus, ein Zustand, der offenbar gerne genommen wird, besonders vom Präsidenten. Ich bin durch unseren Vizepräsidenten, den Kevin, dazugekommen. Der hat mich so fürs Mofa-Fahren begeistert, da hat es nicht lange gedauert, da hatte ich auch schnell eins. Auch wenn bei Tempo 45 Ende ist. Ja, tierisch langsam, aber es ist einfach das Feeling. Auf der Straße, mit den Kumpels unterwegs, das macht die ganze Sache einfach aus. Und dann macht die alte Kreidler ja auch noch Fahrspaß. Aber reicht der Spaß dann auch für 100 Kilometer? Droht da nicht etwa Langeweile bei Tempo 50, das auch nur bergab und mit angelegten Ohren? Ach, das ist kein Problem. Ich denke, wir haben hier so interessante Landschaften, die wir durchfahren haben. Wir machen ja auch ab und zu mal Stopps und Pausen. Und da ist immer was Interessantes für uns dabei. So wie hier in Neef an der Moselschleuse. Wir haben eine Pannenpause. Kaputt? Ah ja, die Mutter verloren während der Fahrt. Aber wir haben alles dabei. Die etwas ölige Seite der Liebe ohne Schrauben geht es nicht, macht aber offenbar Spaß, weil es danach dann doch weitergeht. Meistens. Inzwischen entwickelt sich die Tour zu einem sauber vorbereiteten Genuss. Mopeds vor Weinlandschaften. Aber kaum fahren sie, da stehen sie auch schon wieder vor einem Café in Bulai. Frühstückspause und Zeit für Legendenbildung. Der auslösende Moment war eigentlich eine Zünder C50 Sport von unserem Clubschrauber. Da sind viele wieder hellhörig geworden auf diese alten Mofas, Mopeds. Und jeder hat sich gefragt, ja, wo sind die ganzen Maschinen abgeblieben? Offenbar jetzt wieder auf der Straße an der schönen Mosel. 15 Leute und Maschinen sind es inzwischen, die Fahrten wie diese genießen. Ausfahrten wie im Postkartenformat und immer schön das Material schon im Motor abkühlen lassen. Also kaum 20 Kilometer später wieder ein Stopp. Jetzt gehen wir noch mal was essen, oder? Und lecker Mittagessen auch in Beilsteins bestklimatisiertem Lokal. Auch das haben sie sauber auf dem Zettel. Flammkuchen und Kaltgetränke ausgeguckt, vorher geplant vom Road Captain Holger Binzen, der zu den älteren Semestern im Club gehört. Also es sind die verschiedensten Altersklassen vertreten, von den jungen Leuten bis hin zu Familienvätern, denen es alles Spaß macht, mit den alten Mopeds und Mofas durch die Gegend zu fahren. Und dabei lassen sie es sich nebenbei so richtig gut gehen. Was für ein hervorragender Plan von den Knatterfreunden Strimmig.